So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Ich bin der Zovarok und wir sind hier in der, ja, in der Höhle. Ich kann es knapp aussprechen, wie das dann heißt, wenn ich das jetzt finden würde. Okay, auf jeden Fall sollen wir hier mit unserer guten Spinne hier mal eine Runde drehen und ein paar Sachen heile machen. Hier ist doch so einiges im Argen. Hier läuft so einiges nicht. Und ich hoffe mal, dass wir hier ein bisschen paar Dietriche finden, weil da sind noch Ohren und so Krams. Also ich hoffe mal, wir finden was. So. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt ausgeknipst den Apparat. Zack, Feierabend. Ja, ich weiß. Der Akku ist leer, der Akku ist tot. Dwemer-Topf. Feuerstein. Nee, Feuerstein brauchen wir nicht. Wozu brauchen wir Feuerstein? Rezept Fischstäbchen. Da ist doch was. Fischstäbchen. Wir wollen die Fischstäbchen. Oh, unsere Tasche ist wieder voll. Ich hasse sowas ja, ne? Ich hasse. Hier. Das hast du nicht gesehen. Den können wir mal. Brauchen wir nicht mehr. So, weg mit dem Kram. Ja, brauche ich nicht. Nein, nein, nein. So, Klamotte. Robe, das hast du nicht gesehen. Kann auch weg. Brauche ich nicht. So. Jute-Robe. Eine Jute-Robe kann auch weg. Wozu haben wir so einen Ranz hier eigentlich? Eisengürtel. Kann ich den nicht ausrüsten? Ausrüsten. Achso, können wir ausrüsten. Siehst du, da haben wir ein paar Sachen schon mal anklamottiert. Beinkleid. Was ist denn damit? Das ist doch ein bisschen was Besseres. Ausrüsten. Zack. Hose ist in den Korb. Das kann auch weg. Gibt auch nichts für. So, das behalten wir erstmal. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal brauchen, wenn wir da in die Stadt müssen. Aber wir haben so viel Rönze hier. Das ist echt nicht normal. Herstellung von Spalten. Auf jeden Fall. Hallo, wo kommst du denn her? Ja, wir haben jetzt zu lange rumgetüdelt. Ich weiß. Ich weiß, aber ich werde mir auf jeden Fall ausprobieren, mein Freund. So, bitteschön. Akku leer. So, was haben wir hier drin? Genau, das wollen wir mit haben. Und was haben wir hier drin? Den Feuerstein nehmen wir auch mal mit. Keine Ahnung, wozu wir den brauchen. Aber jetzt lernen wir mal fix die. Fix. Wo war es jetzt? Hallo? Da. Rezept. Das Rezeptchen, das benutzen wir. Wir haben es gelernt. Wir wissen, wie wir Fischstäbchen machen. Och, ist das schön. Jetzt brutzeln wir Fischstäbchen zusammen. Autsch. Was? Sag mal, war doch was hier. So. So, Akku ist leer. Bei dir auf jeden Fall. Wir schauen uns ein bisschen um. Da liegen nämlich ein paar tolle Sachen rum. Ein Tagebuch. Wieder an Land und nicht mehr auf dem Schiff zu sein. Das mir ist. Ach so, der zweite Teil ist das ja. Was haben wir noch? Dwemer-Krug durchsuchen. Korund. Bringt uns das was? Das haben wir schon gelesen. Das haben wir doch schon gelesen. Ach, das haben wir doch schon gelesen. Brauchen nicht Sachen 1200 Mal zu lesen hier. Urne. Da sind Dietriche. Ich flipp aus. Ich flipp aus. Wir können die Schatzgeschichten schon mal öffnen. Wie ist es eins? Wir brauchen noch ein paar mehr. Das wäre schon echt nicht schlecht, wenn wir noch ein paar mehr finden würden. Warte mal, was ist das da? Da ist nichts. Okay. Halt, da hinten liegt was. Dich knipsen wir mal aus. Ganz dezent auf jeden Fall. So, was hast denn du dabei? Dwemer-Zahnrad. Können wir bestimmt gebrauchen für irgendwas. Na, mach dich mal weg jetzt. So. Man sieht hier auch furchtbar viel. Da ist doch was. So, Roboter, mach dein Ding mal heile. Alles klar, Reparation durchgeführt. Sehr schön. Haben wir hier noch ein paar tolle Sachen? Wir sollten uns echt... Ah, hier. Was? Eine Urne. Nee, können wir nicht mitnehmen. Können wir nicht mitnehmen. Okay, wir haben schon mal ein bisschen was gefunden. Da ist noch einer, der möchte gerne... So, mal den Akku ziehen. So, mein Guter. Das frisst uns natürlich unheimlich... Magica. Da ist noch was. Lass uns das Dietriche sein. Dietriche, ich werde wahnsinnig. Wir haben Dietriche gefunden. Was haben wir? Da ist noch ein Dwemer-Topf. Dietrich. Ein Zahnrad. Okay. Nehmen wir auch mit. Da kennen wir ja nichts. Da ist noch einer, der möchte doch gerne die Batterie gezogen haben. So. Das Ding ist auch leer. Das ist leer. Ach nein. Ein Getränk.
Nein, können wir nicht gebrauchen. Können wir nicht nehmen. Vor allem, weil unsere Tasche wieder mal. Wieder mal. Ihr wisst ja. Tasche und so ist ja so ein Ding, was ziemlich. Halt, ich habe mich fast übersehen, mein Freund. Aber die werde ich mir kurz mal demontieren. So. Da sind noch Zahnräder. Wo sollen wir denn noch hin? Mal schauen. Ach, wir müssen ganz auf die andere Seite rüber. Dann können wir mal hier durchlaufen. Da ist der Chef von dem Laden. Hier drüben wollen wir nochmal hin. Na, das machst du denn schon. Da brauche ich mich ja nicht kümmern. Das ist doch gut. Da auch. Die Steuerung benutzen wir mal. So, das repariert schon mal fix. Alles klar. Funktioniert. General. Hier ist noch was zum Lesen. Ja gut, ja. Wir wollten auch gerne ein paar Dietriche haben. Das ist natürlich immer schön, wenn wir hier finden. Aber nein, nicht hier. Nicht dort. Vielleicht eventuell hier. Man sieht auch so furchtbar viel. Machen wir es auf die Altmethode. Machen wir es so. Bitte schön, wenn ihr es nicht anders haben wollt, dann machen wir es so. So. Selber schuld. So, wie gesagt, Dietriche. Wo finden wir Dietriche? Und hier ist ein... Hallo! Wo kommt ihr denn so schnell hierher? Das ist ja jetzt unfair. Bitte schön. Das ist doch nicht so... Also, das ist doch wohl nicht wahr. Was ist dabei? Ein Zahnrad. Aber da ist nichts. Getränke, Alchemieflasche und so Krams. Nein. Da ist noch so einer. So, bitteschön, was hast du dabei? Ahornbogen. Brauche ich nicht. Will ich nicht haben. So, mein Jutta, was hast du zu erzählen? Erzähl. Hervorragende Arbeit. Bezahlt atmet wieder. Jetzt zu einem persönlichen Projekt. Möchtet ihr euch noch ein paar Münzen mehr verdienen? Ich lausche, mein Freund. Wie ihr sehen könnt, sind wir nicht die Ersten, die Bezirk betreten. In Wahrheit habe ich Boseks Auftrag, diese Ruinen zu erkunden, nur deshalb angenommen, weil sie etwas bergen, das ich gerne hätte. Etwas, von dem ich glaube, dass andere dafür bereits ihr Leben ließen. Und was ist das? Wissen ist der größte Schatz. Die Dwemer bewachten ihre Schätze wie ein König sein Gold. In Bezirk haben die Dwemer eine Reihe von Bauplänen hinterlassen. Mechanische Zeichnungen, die ich sehr gerne hätte. Und ihr braucht meine Hilfe, um sie zu finden? Eine einfache Aufgabe. Diese früheren Forscher haben sie wahrscheinlich geborgen, nur um dann festzustellen, dass sie durch irgendeinen Verrat in Bezirk eingeschlossen waren. Ihr Unglück ist mein, unser Vorteil. Wir müssen herausfinden, wo genau sie ihr Leben gelassen haben. Na schön, legen wir los. Auf der anderen Seite dieser Tür könnten noch mehr Konstrukte warten. Ihr geht zuerst. Das habe ich mir doch gedacht. Dass wir zuerst gehen. Wie typisch. Na gut. Gehen wir doch mal rein. So, ach, das ist eine Urne. Eine Urne. Und die Triche. Ist das ehrlich? Wir gehen zuerst. Da ist noch eine Urne. Ein Dwemer-Kopf. Klares Wasser brauchen wir nicht. Halt, stopp, hier ist noch eine Urne. Nochmal klares Wasser. Hallo, wie oft klares Wasser haben wir denn hier? So, also, wo sind wir denn jetzt? Die Baupläne waren hier. Jemand hat sie weggenommen. Ich bezweifle, dass sie entkommen sind. Ihr bezweifelt das. Na gut. Dietriche, die Dietriche nehmen wir mit. Diese Aufzeichnungen sollten entscheidend zum Verständnis der Baupläne beitragen. Mein Bruder sollte das entziffern können. Interessant. Sucht weiter nach den Bauplänen. Ich werde euch in Bälde aufsuchen. Alles klar. Dwemer-Truhe. Der Staub hat sich in dicken Schichten auf der Kiste abgelagert. Hat wurde verwischt. Hä? Was auch immer in dieser Kiste gewesen sein mag. Es ist weg. Ja, ist auch nicht zu übersehen, dass das leer ist. So, wir wollen aber trotzdem weiter. Ach, hier ist ein Dwemer-Zahnrad. Ich weiß nicht, wofür wir das brauchen, aber die Dietriche, die können wir echt
super gut gebrauchen. So. Unser Freund, der macht hier großartige Arbeit. Der hilft hier furchtbar gut mit. Noch ein Drehmer-Zahnrädchen. So. Da liegt noch was, da liegt noch was. Da liegt ein Tagebuch. Abgeschlossen. Nächstes Tagebuch des toten Mannes. Ich möchte das aber jetzt nicht lesen. Oh, das ist immer so viel. Da ist noch. Hallo? Das ist mich gerade erschrocken, alter Freund. Dwemer. Ein Dietrich. Hier liegen auch noch ein paar Sachen. Die Sachen wollen wir echt hier. Da läuft die Mechanik. Ich hoffe, dass er gut geschmiert ist, weil irgendwann ist hier fett Mende im Gelände, weil das, da müssen wir durch. Rossenkai. Na klasse, das ist doch wieder super. Wie sollen wir denn da durchkommen? Aha. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht. Dass wir hier nicht geröstet werden. Das muss ja nicht unbedingt sein, ne? Ups. So, mein Freund. Autsch. Voll durchgerannt. Halt. Au. Schon wieder durchgerannt. Na, klasse. Wir könnten auch einfach durchrennen, aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Ja, mach mal hier aus. Alter, das war aber kurz und knapp davor, ne? Warten wir ein Momentchen, bis unsere Lebensgeschichte wieder hoch ist. Weil sonst ist hier ja nämlich für uns Ende im Gelände. Wo ist denn unser Freund? Da ist er. Das sieht verdächtig aus, das Gerät. Ich fürchte, da passiert gleich was. Oder auch nicht. Die Mine von... Zack. Mein Gott, was ein Name. Abgeschlossen. Meine die Feinde und schleicht aus dem... Konstruktionsbuch vorbei. Haben wir getan. Sind wir durch. Das ist gleich der gleiche Weg. Wir müssen hier weiter, oder wie? Da ist ein Roboti. Na, mein Freund. Du musst mehr trinken. Siehst so mager aus. Nehmen wir mit. Da liegt noch was. Nachricht von Morantor. Ich habe mich über die... Hast du nicht gesehen? Ihr könnt es gerne lesen. Wenn ihr auf Pause drückt, dann könnt ihr es lesen. So, hier müssen wir weiter. Hier müssen wir durch. Da ist noch was. Und Dietriche. Wir haben Dietriche. Nun müssen wir bloß die Kisten nachher finden. Später finden, auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass wir es tun. Da ist er doch, der Gute. Ah, da seid ihr ja. Ich wollte gerade kommen und euch helfen. Klar, natürlich. Ihr habt doch hoffentlich gefunden, wonach wir suchen. Aber selbstverständlich. Wie versprochen habe ich hier die Zeichnung. Die Baupläne sind endlich mein. Famos. Damit stehe ich in eurer Schuld. Was kann ich im Gegenzug für euch tun? Helft Captain Kalin bei dem Beutezug, den sie plant. Ich hörte, dass Kalin vorhat, zur Insel Betnik zu fahren. Die Ruinen dort sind von großem Interesse für mich. Doch zunächst werde ich euch bei diesem Beutezug helfen. Klingt sehr schön. Jetzt möchten wir es gerne annehmen, was können wir nicht? Wie gesagt, wir können es nicht. Aber dafür müssen wir ein bisschen ein paar Sachen hier mal rausschmeißen. Was haben wir hier denn? Magika. Dann können wir uns das mal rein benutzen. So, haben wir ein bisschen Platz. Wir müssen ja echt noch ein bisschen aufräumen. Oder irgendwie ein paar größere Taschen. Da seid ihr her. Klar. Ich hörte das Kalin vor. Ich muss die Baupläne in meine Werkstatt bringen. Ihr könnt ja mitkommen, wenn ihr zurück in die Stadt wollt. Komm, Schepper. Komm, Schepper. Da ist doch ein Apfel. Ja, da können wir doch gleich mal mit reisen. Das wollen wir gleich machen. Ich möchte aber erstmal fix den Frostheilungsstab. Den werden wir uns mal ausrüsten. So. Honigshafen. Waren wir da richtig? Warte mal. Sprecht mit berüchtigter Anwerber. Sag mal, wo sind wir denn jetzt? Ach klar, natürlich. Ja, natürlich, klar. Da gehen wir rein. Zack, wir benutzen das Ding jetzt. Da brauchen wir nicht so weit laufen, denn sind wir gleich schon mal dahin gebeamt, Scotty. So, wir sind in Honigshafen.
Nicht viel zu sagen, ja? Nö, ich bin ganz stille. Ich hab mich da so komplett raus. Ich sag da nicht viel zu. So, da sollen wir hin. Mit dem sollen wir auf jeden Fall sprechen. Müssen wir auf jeden Fall sprechen. Das wollen wir auch gleich machen, dann haben wir das nämlich durch. So, rauf auf den Gaul und dann reiten wir da mal hin. Einmal drumrum. Hundingshafen. Grüße. Grüße. Die muss ja da irgendwo... Wo kann denn der sein? Der muss doch hier irgendwo... Da ist er doch. So, mein Guter. Habt ihr es getan? Habt ihr den Goblin-König getötet? Klar, der ist ein Stücke, der Typ hier ist die Krone. Bei Kühne, ihr habt es geschafft. Ich habe schon damit gerechnet, dass sie jeden Augenblick die Stadt angreifen. Bosek hat mich rausgeschmissen, als ich versucht habe, ihn zu warnen. Er meinte sogar, er würde mich einen Kopf kürzer machen, wenn ich nicht das Maul halte. Er wird nie erfahren, dass ihr seine Stadt für ihn gerettet habt. Nee, wie ärgerlich. Euer Inventar ist voll. Naja. Inventar ist so ein Ding. Das brauchen wir nicht mehr. Das schmeißen wir mal weg. Dann haben wir da ein bisschen Platz. So, nochmal. Habt ihr es getan? Haben wir. Und wir werden das teilen. Wenn es nicht Goblins sind, ist es morgen etwas anderes. Ich schwöre, diese Stadt ist verflucht. Warum seid ihr nicht in der Taverne? Einheben. Sie haben mich rausgeschmissen. Sie hörten, dass Bosek mich bedroht hat. Und sie werden nicht riskieren, dass seine Fäuste reinstürmen, um mich festzunehmen. Nee, dann wird er wohl den ganzen Laden auseinandernehmen. Schätze ich mal ganz grob. So, wir lauern mal auf die Karte. Wir haben so ziemlich die ganze Map abgelauert. Warte mal auf, wir gehen nochmal raus hier. Zack, so. Frage, jetzt kommt eine kleine Frage. Wo hatten wir die Kisten gesehen? Wenn ich das jetzt wüsste. Ich möchte doch so gerne die Kisten haben. Ich glaube, wir haben die Kisten hier unten gesehen. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Na gut, auf jeden Fall haben wir jetzt. Ich meine, das war da unten. Das muss da unten gewesen sein. Am liebsten möchte ich ja nochmal runter und die Kisten einsammeln. Wer weiß, was da drin ist. Warte mal. Wo ist denn unser... Das muss doch auch irgendwo... Ist hier in der Stadt kein Teleporter? Das ist jetzt ein bisschen doof. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, dass hier in der Stadt kein Teleporter ist. Das Warten lässt deine Glieder faulen. Sag mir mal. Bist nicht mehr der ganze Frischeste. Da vorne ist der Teleporterapparat. Wir versuchen das mal. Ich möchte doch unbedingt möchte ich gerne diese Schatzkisten haben. Die möchte ich unbedingt haben. Ich möchte dazu mal schauen. Warte. So, wegschreien. Pass mal auf, das war doch hier unten. Wir reisen hier mal her. Zack, ja, das möchte ich auch gerne mal. Ich meine, die Kisten waren da irgendwo. Die Frage nur, wo die genau waren, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben die doch hier gesehen. Ich bin da ganz fest von überzeugt. Irgendwo waren hier die Kisten. Die Kisten waren hier irgendwo, ganz sicher. Da bin ich mir echt sicher. Ach ja, hier sind ja die ganzen Räuber, hallo, siehst. Wir haben natürlich jetzt keine Klamotte. Blöder Hund. Wolf. Das muss hier aber irgendwo sein, ich bin mir ganz sicher. Wir schwimmen da mal rüber. Ja, hast es allein zu trinken. Ach, hinein in die Höhle des Löwen. Das ist natürlich jetzt doof. Wo waren wir jetzt hier? Ja, wir kämpfen mal schön. Wir gehen ja mal draußen rum, draußen vorbei. Ich habe die doch irgendwo gesehen, die Kisten. Ich frage nur, wo waren sie?
Die tun uns nichts. Wir tun denen auch nichts. Hier sind keine. Miste. Ich kann sie nicht wiederfinden. Naja. Oder war das da hinten? Da hinten bei dem versunkenen Apparat? Kann das sein, dass es da gewesen ist? Bei dem? Ich glaube, das war irgendwo auf dieser Insel. Kann das angehen? Wir werden da mal rüber. Rüberschwimmen. Wir werden da mal rüberschwimmen. Vielleicht finden wir die Kisten hier. Wir haben die ja gesehen. Zwei Stück an der Zahl. Spieler. Lass uns die Kisten finden. Sie müssen doch irgendwo hier sein. Wir haben die auch gesehen. Mal fix unterstützt. Das machen die uns bei uns genauso, wenn wir Probleme haben. Hier ist nichts. Gar nichts. Aber irgendwas zeigt uns da an. Was liegt denn da? Vergrabene Truhe. Eine vergrabene Truhe. Freigelegte Truhe öffnen. Das Schiffswrack hat eine Kiste preisgegeben, die unten im Sand vergraben war. In der Kiste findet ihr einen versiegelten Brief und eine Schaufel. Den Brief und die Schaufel nehmen. Begonnen, Izats Schatz. Ach, du grüne Neune, Izats Schatz. Das heißt, die Hinweise, verdammt noch eins. Verdammt noch eins benutzen. Abgeschlossen. Lest den versiegelten Brief. Findet den Anfang der Spur. Wenn ihr das hier lest, seid ihr hinter meinem Schatz her. Aber in meiner Kiste werdet ihr ihn nicht finden. Oh nein. Ich habe eine Kiste irgendwo auf Skrums Memkai vergraben. Wo genau, das müsst ihr herausfinden. Ich hoffe, dass ihr es nicht schafft. Na danke. Im Folgenden findet ihr alle Hinweise, die ihr... die ich euch geben werde. Wenn ihr schlau genug seid, ist der Schatz euer. Bei meiner Flucht lastet auf eurem schmalen Schultern, was später? Schweinsgesichtige Goblinbrust. Ne? Captain Isaac. Stellt euch auf den Stern von Heilighafen und erspäht den ewigen Wächter? Stellt euch auf den Stern von Heilighafen und erspäht den ewigen Wächter. Stellt euch auf den Stern. So, dann gucken wir mal kurz auf die Karte. Der ewige Stern. Der müsste doch. Der ewige Stern. Der ewige Wächter. Ist das nicht da oben? Ist das nicht hier gewesen? So, was haben wir hier? Hier ist Hunshafen. Und hier ist... Ist das nicht... Heilighafen. Heilighafen. Wir müssen da, glaube ich, mal einen umlegen, damit wir an die Klamotten kommen. Jetzt haben wir doch wieder einen Auftrag. Also das ist doch wieder furchtbar. Wir müssen diesen komischen Stern finden. Und ich fürchte, dass irgendwas tolle, also ganz tolle Sachen uns da erwarten. In Heilighafen. Wir müssen erstmal einen umkloppen, damit wir an seine Klamotten kommen. Also an seine Klamotten. Haben wir denn noch Platz? Wir haben keinen Platz. Ah, wir haben keinen Platz. Jutehandschuhe. Die können wir ruhig mal anlegen. Ausrüsten, 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 ausrüsten. Da, zack. Und die können wir mal gerne zerstören. Ja, brauchen wir nicht. So. Auf den Stern. Da müssen wir den Stern finden. Aber erstmal müssen wir den hier. Ja, komm her. Hast du Klamotte dabei? Hast du nicht? Warum hast du keine Klamotte dabei? Blöder Hund. Wir müssen irgendwo mal Klamotten finden. Wollen wir hier mal reingehen? Vielleicht finden wir irgendwo Klamotten. Nein, 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 nein. Da, Melonenkopf, nein, 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 nein. Melonen brauchen wir nicht. Wir brauchen Klamotten.
Wir brauchen Klamotten. Wo sind hier denn Sachen? Da ist ein Sack. Leer. Sack ist leer. Rucksack ist was drin? Klares Wasser brauchen wir nicht. Wir brauchen Klamotten. Wir brauchen viel dringender Klamotten. Kleidung, da ist sie doch. Nehmen. Jetzt wollen wir die Klamotten mal anziehen. Ausrüsten. So, wir sind verborgen. Sehr schön. So, jetzt wollen wir mal diesen blöden Stern finden. Vielleicht finden wir den ja sogar. Der ewige Stern. Der ewige Stern. Warte mal, Feuerstelle. Können wir benutzen? Fisch. Wir können was basteln. Fischstäbchen. Fischstäbchen. Wir bauen Fischstäbchen. Herstellen. Lecker. Und nochmal. Euer Inventar ist voll. Wir dürfen nicht mehr machen. Okay. Unser blödes Inventar ist wieder voll. Ja, ist ja gut. Wir suchen diesen blöden Stern. Ich möchte den Stern finden. Ob ich den nur finde? Der ewige Stern. Was ist das genau? Was ist der ewige Stern? Der ewige Stern. Fragen über Fragen. Wen könnten wir denn mal fragen? Ich glaube keinen. Das wird uns, glaube ich, keiner verraten. Stellt euch auf den ewigen Stern. Wenn man wüsste, was das ist. Warte mal. Ewiger Stern. Heilighafen. Von hier oben sieht man auch irgendwie nicht, dass irgendwo ein Stern zu sehen ist. Stellt euch auf den ewigen Stern. Pass mal auf, wir machen uns mal hier mit unserem Gaul unterwegs. Den ewigen Stern. Könnte es sein, dass das eventuell... Oder ist das, ist das der Turm da? Kann es der Turm sein? Wir checken mal ab, ob das vielleicht der Turm ist. Eventuell. Gehen wir doch mal hier rein. Vielleicht bringt uns das irgendwas. Leuchtturm. Vielleicht ist das ein Leuchtturm. Findet den Anfang der Spur. Haben wir gefunden. Findet den Krieger. Super. Wir sind ja schon nicht mehr so doof. So, das haben wir in der Tasche. Da ist er. Der ewige Krieger. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Der ewige Krieger. Das ist da hinten. Nein, ich will jetzt nicht kämpfen. Aber da drüben ist es. Pass mal auf. Lass mal gucken. Das müsste da vorne sein. Da vorne. Das müsste hier sein. Also werden wir da mal hinreisen. Juppie. Wir haben die erste Spur gefunden. Ist doch schon mal nicht schlecht. So. Ach nee, wir sind ja drinnen. Da drinnen können wir nicht reiten. So, hops. Rauf auf den Gaul und dann mal Richtung... wo ist der Teleporter? Wo ist der geblieben? Der muss... Ach, da kannst du auf der anderen Seite. Können wir rennen? Wir können da fast hinreiten. Wir reiten da mal querfeldein. Wir reiten hier mal querfeldein. Dann können wir auch so ein bisschen was von der Gegend hier noch sehen. Und vielleicht finden wir ja ein paar tolle Sachen. Wer weiß... Da ist ein Fuchs. Der Fuchs tut uns bestimmt nichts. Da wollen wir hin. Ja, wir müssen schwimmen. Schwimmen, schwimmen. Wir müssen schwimmen. So. Aber da drüben muss das irgendwo sein. Der ewige Krieger. Das ist er. Das muss er sein. Das muss er sein, der ewige Krieger. Oder bin ich da falsch? Das muss er sein. Was anderes ist hier nicht. Nun müssten wir ja noch vielleicht eventuell... Wir können ja nicht einfach die Schaufel in den Grund hauen. Da muss irgendwo eine Stelle sein, wo wir das machen können. Ja, eine Schlange. Oder vielleicht müssen wir nach oben? Eventuell?
Na, die fressen ihn schon mal, ne? Sehr lecker. Pass mal auf. Kann es sein, dass wir irgendwo nach oben müssen? Dass wir dem Apparat da mal rauf müssen? Vielleicht können wir da oben ja aufs Dach rauflaufen oder so? Vielleicht geht das ja. Wir probieren es mal. Also vielleicht gibt es ja irgendwo einen Weg nach oben. Nee, leider gibt es das nicht. Warum nicht? Ich möchte da gerne rauf. Hm. Der ewige Krieger. Der letzte Wille? Was haben wir da gefunden? Die Götter sollten euch strafen, Bosek. Und jede verdammte Blutfaust. Ihr könnt mich ertränken, aber ihr werdet niemals euer Gold finden. Fallt tot um. Meine wundervolle Seelilie, ich weiß nicht mit Sicherheit, ob euch diese Notiz erreicht. Deshalb wage ich es nicht, euren Namen zu nennen. Ihr alleine seid in meinem Herzen. Ich bereue nichts. Unter meinen Freunden hat mir dieses Papier und seine Schreibfeder überlassen. Falls euch mein Brief erreicht, nehmt mein Schwerter und gebt sie dem Jungen. Sorgt dafür, dass er lernt, um sie zu benutzen. Das wurde. Habt ihr gut und mir den Jungen. Es befindet sich an unserem besonderen Ort. Nehmt es und segelt in Sicherheit. Die Flut setzt ein. Ich muss gehen. Trauert nicht um mich. Ihr wart jedes Peitschenhieb wert. Eines Tages werdet ihr. Was? Ja, gut. Um die Arche wieder zusammenzubringen. Bis dahin, Seelien. Bleibt ruhig und gib mir Acht. Im lieben Roland. Roland! Ich bin doch jetzt hier. Also bitte. Wo kann er das versteckt haben? Hier ist noch jemand, der sucht. Ha, was ist da denn? Level was für ein Ding? 400 hast du nicht gesehen? Alter Schwede. So, wir laufen ja jetzt kreuz und quer rum und finden nichts. Es muss hier sein. Es muss doch hier sein. Oder sehe ich das falsch? Der ewige Krieger. Ich begreife es nicht. Das muss doch da sein. Das kann doch nicht irgendwie... Was kann es noch sein? Das muss der Knecht sein. Das muss der Knecht sein. Aber wir kommen da hier irgendwie nicht rauf. Es wäre natürlich schön, wenn man da irgendwie raufkommen würde. Geht leider nicht. Der ewige Krieger. Hm. Tauchen kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Schade. Also wenn wir das Rätsel irgendwie nicht lösen. Ganz komisch. Also finde ich jetzt ein bisschen bitter. Aber das muss doch der ewige Krieger sein, oder nicht? Hm. Schade, schade. Bin ich der Einzige, der sucht? Wir sind noch ein paar mehr. Aber nein, hier ist nichts. Also absolut gar nichts. Nö, mein Freund, hier ist nichts. Also ich würde sagen, das war ein Satz mit X sozusagen. Schade. Na gut. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg zu dem Schiff und werden mal eine Runde reisen gehen, weil das hier wird uns nichts bringen. Hier, wir kommen hier irgendwie nicht weiter. Ich weiß auch nicht, warum wir nicht weiterkommen, also was wir nicht finden können. Hm. Nee, das irgendwie nicht. Schade. Da sind noch mehr auf der Suche danach, aber...
Aber irgendwie stehen die genauso auf dem Schlauch. Na gut, ich sagte mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr eine Idee habt, wo das sein könnte, oder falls ihr den Schatz gefunden habt, dann könnt ihr mir eventuell mal einen kleinen Tipp geben. Das wäre sehr, sehr nett. Okay, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage ciao, ciao.